Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen bei dem Pretty Old Pixel. Mein Name ist Alexander und ich darf euch zu einem Halloween-Special begrüßen, und zwar zum Grusel-Adventure Uninvited auf der NES. Das Replay zum Spiel Uninvited habe ich von Juni bis Oktober 2020 auf unserem YouTube-Channel veröffentlicht. Hauptsächlich habe ich die Amiga-Version gespielt, also die Version, die ich damals als Jugendlicher bereits gespielt hatte. Aber natürlich habe ich mir auch die anderen Portierungen angeschaut, wie zum Beispiel die 64er-Version, die Apple Macintosh-Version und auch die NES-Version habe ich kurz angespielt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die NES-Version inhaltlich anders ist als die anderen Versionen. Das hat mich neugierig gemacht und da ich mal wieder Lust habe, das Spiel zu spielen, habe ich mich kurz entschlossen dafür entschieden, die NES-Version nicht nur anzuspielen, sondern durchzuspielen. Und damit fangen wir heute an. Vorher ein paar Fakten zur NES-Version. Die NES-Version ist in Japan 1989 und zwei Jahre später, 1991, in den USA veröffentlicht worden. Die ursprüngliche Entwicklung erfolgte durch die Icom Simulations Incorporated, die auf der Grundlage ihrer selbst erstellten MacVenture Engine einige Grafik-Adventures veröffentlicht hatte, wie zum Beispiel Déjà-vu A Nightmare Comes True oder Shadowgate, alle Spiele, die ich euch im Rahmen eines Replays noch vorstellen werde. Die Erstveröffentlichung des Spiels erfolgte 1986 für den Macintosh und 1987 für den Amiga. Programmiert wurde die Engine unter anderem von Todd Zipnick, dem Haupteigentümer und Gründer von Icom, und Darren Adler. Die Grafiken stammen unter anderem von Davis Marsh. Die Portierung für die NES wurde jedoch nicht in-house erstellt, sondern durch die Firma Kotobuki Systems Corporated, die das Spiel dann auch unter ihrem Label Kemco Seika in den USA vertrieben hatte. Die Grafiken stammen von Kiminari Soeda und die Musik und Soundeffekte von Hiroyuki Masuno. Wer ansonsten auf Seiten Kotobuki an dem Spiel beteiligt war, konnte ich leider nicht herausfinden. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, dann kann ich euch nur unser Abschlussgespräch vom 29.10.2020 empfehlen, in der Selma und ich uns detailliert mit dem Spiel auseinandergesetzt und entsprechend gewürdigt haben. So, genug der Vorrede, ich starte das Spiel. Ich spiele das Spiel wie immer mit einem Gamepad, natürlich auf der NES, wie soll man es anders spielen? Ich verwende hierzu ein Gerät von 8BitDo, eine Firma, die ich hier wirklich sehr empfehlen kann. Was ihr hier sehen könnt, ist das Startmenü, Uninvited, wir sehen einen Briefumschlag und wir werden aufgefordert, die Starttaste zu drücken. Ich muss gestehen, dass mir dieses Titelbild nicht ganz so gut gefällt wie bei den anderen Versionen. Da sah man das alte Haus in der Ferne, das sah unheimlich und gruselig aus, das ist hier leider nicht der Fall. Ich drücke mal auf Start. Und wir müssen zunächst einmal hier auswählen, ob wir einen Spielstand neu anlegen wollen oder einen alten Spielstand laden wollen. 3 Slots stehen zur Verfügung. Wir fangen neu an. Und es geht direkt los. Wir sehen oben auf der linken Seite ein Fahrzeug, in dem wir uns scheinbar befinden. Das ist gegen irgendetwas gekracht. Auf der rechten Seite sehen wir unser Inventar und unten ein Textfeld. Ich übersetze: Aufgepasst! Das letzte, woran du dich erinnern kannst, bevor du ohnmächtig wurdest. War eine schattenhafte Gestalt, die vor dir auf der Straße auftauchte. Du hast deine Schwester schreien gehört, als du mit dem Auto gegen diesen Baum gefahren bist. Und das ist auch das, was wir gerade sehen können. Der Wagen ist gegen einen Baum gekracht. Du realisierst, dass du alleine bist. Deine Schwester muss rausgegangen sein, um Hilfe zu holen. Der Geruch von Benzin liegt in der Luft. Du musst den Tank getroffen haben. Du reißt dich vom Lenkrad los, um deine Schwester zu finden. Und hier sehen wir auch schon das Menü, aber das schauen wir uns erst später an, denn ich kann mich daran erinnern, dass wenn man zu lange hier im Auto ist, etwas Schlimmes passiert. Das heißt, wir verlassen jetzt besser das Auto. Hier sehen wir auch die Tür, das Lenkrad. Wir öffnen die Tür. Mit einiger Kraft kann ich die Tür öffnen. Dann gehen wir hier auf Move. Und wir verlassen das Auto. Und das war gerade rechtzeitig. Etwas explodiert hinter mir, als mein Auto in Flammen aufgeht. Zu
Zumindest werde ich jetzt keine Abschleppkosten mehr haben. Ja, richtig. Das stimmt. Und daran kann ich mich auch erinnern, dass bei den anderen Versionen das Spiel auch gewisse lustige Elemente hatte. Das scheint hier auch zu sein. Das freut mich schon mal. Aber einen kleinen Unterschied möchte ich hier doch noch anmerken. Bei den anderen Versionen ist es der Bruder, der verschwindet. Hier ist es zum ersten Mal die Schwester. Und wir befinden uns vor einem alten Haus. Und ich muss gestehen, ich grusle mich etwas. Wunderbar. Also, wir sind jetzt im Spiel. Das ist der Spieleinstieg. Wir schauen uns mal die einzelnen Sachen an. Wir sehen hier das Bild, was wir gerade sehen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wir sehen hier auf der rechten Seite unser Inventory. Wie gesagt, gesteuert wird das Spiel mit dem Gamepad. Dann haben wir hier den Menüpunkt Move. Dort können wir uns bewegen. Wir sehen, es gibt einen Ausgang hier im Norden. Dann gibt es einige Verben. Examine, Take, Open, Close, Use, Hit, Leave und Speak. Dann haben wir hier unser Memo. Ah, hier kann ich umschalten, alles klar. Das sind die Zaubersprüche, die ich nachher lernen kann. Wir gehen wieder zurück. Dann Self, ich kann Sachen auf mich selber anwenden. Und wir können abspeichern, das mache ich jetzt direkt. Und das Spiel ist gespeichert. Dann schauen wir uns mal um. Wir gehen hier auf Examine. Und jetzt können wir uns Sachen anschauen, wie den Briefkasten hier zum Beispiel. Es ist ein Briefkasten, könnte möglicherweise ein Brief darin sein. Klar, warum nicht? Dann schauen wir uns mal die Figur an. Sie ist aus Marmor und stellt einen jungen griechischen Mann dar. Okay. Das ist das Gleiche. Das ist eine Tür aus Holz. Herrenhaus ist kalt und bedrohlich. Man spürt großes Unheil darin. Ah, das hört sich nicht so gut an. Dann schauen wir uns erstmal den Briefkasten an. Und wir haben ihn geöffnet. Dann nehmen wir mal den Umschlag an uns. Sehr gut. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich schließe natürlich wieder den Briefkasten. Aber was mir hier auffällt, es gibt keine Animation. Wir öffnen den Briefumschlag. Und dort befindet sich ein Brief. Der Brief fängt an mit: Lieber Meister, bitte vergib mir. Meine Gesundheit verbietet es mir leider, mich an deinem Kampf zu beteiligen. Gegen den Teufel Drakan. Du unterrichtest deine Schüler. Gut. Sie werden zu mächtig für ihr eigenes Wohlbefinden. In diesem Umschlag befindet sich ein Amulett, das dir bekannt vorkommen sollte. Trag diesen Anhänger und denk an mich. Die Untoten werden es sicher fürchten. Oh wei, oh wei. Halte das Böse auf, mein Freund. Befreie es um der Familie willen. Mach es gut. Okay. Das hört sich ja nicht so gut an. Hier ist irgendetwas schiefgegangen. Und die Bedrohung geht wohl von einem ehemaligen Schüler aus. Interessant. Dann schauen wir uns mal das Amulett an. Handelt es sich um einen Anhänger, in dem ein großer Edelstein eingelassen ist. Den nehmen wir natürlich mit. Aber den Brief, brauchen wir den? Schauen wir mal. Also, take, pendant. Okay, erledigt.
Ihr habt gerade gesehen, das Bild hat geflackert. Du nimmst den Anhänger in der Hand und es beginnt zu funkeln. Dann öffnet sich plötzlich die Tür des Hauses und drängt dich dazu, das Haus zu betreten. Wollen wir das machen? Warum nicht? Dazu sind wir hier. Wir sind auf der Suche nach meiner Schwester. Könnte meine Schwester dort drin sein? Ich schätze ja. Was wir aber nicht mitnehmen, ist der Brief. Den können wir, glaube ich, hier lassen. Aber das geht nicht. Aha, weil ich es nicht genommen habe. Merkwürdig. Okay. Ich schau mal, ob ich den Anhänger habe. Jawohl, den habe ich. Dann lassen wir den Umschlag hier. Okay, ich frage mich selber, wo ich es hin tun soll. Dann nehmen wir das einfach mit rein. Dann gehen wir jetzt hier auf Move. Weil ich muss das hier deaktivieren scheinbar. Nee, doch jetzt. Und wir gehen hinein. Als ich das Haus betrete, schlägt die Tür hinter mir zu. Das ist natürlich nicht so schön. Dieses Foyer ist ein großer und luxuriöser Raum. Und trotzdem wirkt es seltsam bedrückend. Dann schauen wir uns mal hier um. Was haben wir hier? Ein Teppich. Ein kleiner Teppich, der den Boden bedeckt. Da befindet sich doch ein Pentagramm drauf, oder? Sehe ich das hier falsch? Egal. Trockenes Holz im Kamin. Das ist ein Bild. Und zwar von einer großen Schlange. Im Bild handelt es sich um einen großen Adler, der mit ausgefahrenen Krallen hinabstürzt. Das sind dann Stühle hier. Der Stuhl sieht aus, als ob er wertvoll wäre. Das ist eine Couch, die sieht weich aus. Und irgendetwas Hartes scheint dort eingenäht zu sein. Alles klar. Und auch dieser Stuhl sieht wertvoll aus. Okay, das ist hier im Foyer. Wir sehen hier zwei Türen. Eins nach rechts, eins nach Norden. Wir werden uns die Tür im Norden näher anschauen. Bevor wir aber hier nach Norden gehen, durch diese Tür gehen wir doch lieber nach Osten. Die öffnen wir hier mal die Tür. Denn dort müsste sich ein Raum befinde, Bibliothek. Und dort war ein Zauberbuch. Den brauchen wir. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Okay. Und wir gehen rein. Dieser Raum wurde für tiefgründige Gedanken und Forschungen konzipiert. Wir werden es mal durchwühlen. Wir gehen hier wieder auf Examen. Es ist ein großes, altes Buch. Das nehmen wir doch mal direkt. Und zwar ist es ein magisches Buch, wie wir hier gerade sehen können. Können wir es auch öffnen? Schau mal rein. Über Magie im Allgemeinen. Magie ist nicht gut und auch nicht böse. Wenn die Magie richtig eingesetzt wird, kann daraus Gutes entstehen. Wenn es nicht richtig eingesetzt wird, können schlimme Dinge passieren.
Und nun kommen ein paar magische Sprüche. Aus dem Nichts wird es entstehen und niemand wird dich sehen. Claudissi. Der erste Spruch. Und er wird direkt da eingetragen. Ihr habt es gerade gesehen. Von wach bis schlafen, von Bewegung bis Stillstand. 6 Beine oder mehr, beuge dich deinem Willen. Stellini. Auch das wird eingetragen. Ging jetzt ein bisschen schnell, aber trotzdem ist es mir gelungen, es zu übersetzen. Wenn der Weg mit mehr als einem versperrt ist, kommt der Sturm, um sie zum Laufen zu bringen. Sandedi. Von hier nach dort, wenn Mauern aus Stein beeinträchtigen. Telemais. So, diese Sprüche habe ich mir jetzt alle gemerkt. Das habt ihr gerade gesehen. Und das magische Buch ist jetzt plötzlich verschwunden. Okay, dann schauen wir uns nochmal hier ein bisschen um. Was haben wir hier? Das ist ein antiker Globus, der aber eingerostet ist auf einer bestimmten Position und sich nicht mehr dreht. Ein Tisch, der sehr schön poliert ist und deshalb auch sehr schön scheint. Dann haben wir hier, glaube ich, eine Sternenkarte. Jawohl. Und zwar sehen wir hier den Orion und die Cassiopeia. Und das ist ein Buchregal gefüllt mit vielen schönen Büchern. Gibt es hier einen, den ich hier noch herausgreifen kann? Ich schau mal. Nein. Da kommt immer das Gleiche. Wunderbar. Das war alles, was wir hier machen konnten. Wir gehen hier wieder raus. Und wir sind wieder im Foyer. Muss ich die Tür vorher öffnen oder kann ich hier einfach klicken? Nee, ich muss die Tür öffnen. Das habe ich damit getan. Nicht ganz so einfach, das zu treffen. Wir befinden uns jetzt in einem Flur, der viel zu ruhig ist. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas auf mich wartet. Das hört sich nicht gut an. Wir gehen nach Norden. Da kann ich mich nämlich auch dran erinnern. Denn gleich kommt einer der gruseligsten Stellen im ganzen Spiel. Der Boden knarzt unter meinem Gewicht. Und wir öffnen zunächst einmal hier die Tür rechts. Sehr schön. Aber wir können uns hier auch nochmal den Fisch anschauen. Es ist ein riesiger, ausgestopfter Fisch. Aber leider sagt das Spiel nicht, um welche Sorte von Fisch es sich handelt. Aber egal. Wir gehen jetzt hier rechts. Und wir sind hier in einem kleinen Vorratsraum. Also, auch das ist identisch zu den anderen Versionen. Wir schauen uns hier mal die unterschiedlichen Sachen an. Es gibt 2 Sachen, die wir mitnehmen werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Es handelt sich um eine schmutzige Schüssel. Wer stellt denn sowas hier rein? Das ist eine Sprühflasche und die enthält scheinbar Pestizide. Das ist Waschmittel und zwar für alle Temperaturstufen. Das müsste ein Aschenbecher sein. Jawohl. Und zwar ein schwarzer Aschenbecher. Und man riecht alten Rauch. Das ist eine Dose. Darauf steht Spider Cider. Und es gibt auch eine Anleitung.
betäubt Spinnentiere und hat sich bei führenden Entomologen als wirksam erwiesen. Okay. Hier haben wir jetzt eine verschlossene Flasche und auf dem Etikett kann man lesen: No Ghost. Nutze es, wenn du tote Gäste wieder zurück in ihre Welt schicken möchtest. Das werden wir gleich brauchen. Das heißt, wir nehmen jetzt die letzten beiden Sachen. No Ghost. Und Cider Spider. Das ist ein schönes Wort, oder? Was haben wir hier oben noch? Das sind Zahnabdrücke drauf auf der Box. Mhm. Wir öffnen sie mal. Das ist eine Hutbox. Das schauen wir uns mal genauer an. Das ist ein alter Hut und der Besitzer muss über einen kleinen Kopf verfügt haben. Okay, das lassen wir hier. Und jetzt schauen wir uns noch das hier an, die zweite Kiste. Es ist eine ziemlich dreckige Box, die so mit Staub bedeckt, dass ich die ursprüngliche Farbe nicht erkennen kann. Das nehmen wir auch mal. Da ist aber nichts drin, okay. Ich schließe sie wieder. Soll ich mal das Licht anmachen, gucken, ob das funktioniert? Ah, als ich an der Schnur ziehe, geht das Licht an. Sehr schön. Und hier haben wir noch einen Besen, glaube ich. Jawohl, ein Mob. Kein Besen, sorry. Und es wurde wohl schon ziemlich benutzt. Es ist komplett schwarz. Ugh. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Ich bin wieder im Flur, im zweiten Stock. Ich speichere. Denn jetzt kommt eine Stelle, bei der man gerne mal stirbt. So, wir gehen in den Süden. Und das ist jetzt wieder der ruhige Flur. Jetzt wollen wir mal den Geist rufen und dann den No-Go-Spray verwenden. Oh. Eine merkwürdige Frau erscheint. Sie ist angezogen wie Scarlett O'Hara. Das ist die Schauspielerin von Vom Winde verweht. Dann öffnen wir mal No Ghost. Und das verwenden wir jetzt mit der Dame. Immelt. Und es hat funktioniert. Sehr schön, sehr schön. Du schüttest die übel riechende Flüssigkeit auf die Schönheit. Sie stößt einen grässlichen Schrei aus, während sie zu zerfließen beginnt. Aber diesen Schrei haben wir hier nicht gehört. Schade, denn bei der Amiga-Version gab es, glaube ich, diesen Schrei und der ist wirklich fürchterlich. Ich habe mich damals, glaube ich, ziemlich erschrocken. Schade, dass es das hier nicht gibt. Liegt es vielleicht an den technischen Gegebenheiten der NES? Oder wollte Nintendo verhindern, dass es hier zu viele Schockmomente gibt? Ich weiß es nicht. Aber das ist schade. Wir schauen uns jetzt auch hier nochmal kurz um. Da ist nämlich ein Bild. Es ist ein kleines Gemälde eines jungen Mannes. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Da
Das ist der Treppenaufgang, der ist mit einem Teppichboden belegt. Und dann gehen wir mal weiter, oder? Wir haben ja die Tür hier geöffnet, da gehen wir mal rein. Ah, Entschuldigung. Die Steuerung ist nicht optimal, aber man kann damit arbeiten. Okay, wir sind jetzt wieder im Foyer. Dann gehe ich wieder zurück. Und dann öffne ich jetzt diese Tür hier unten. Damals habe ich auch eine Karte gezeichnet. Ich glaube, das brauche ich heute nicht mehr. Zumindest nicht hier beim Haus, denn ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo welche Räume liegen. Vielleicht sollte ich doch lieber eine Karte zeichnen. So, auf geht's. Wir gehen jetzt hier rechts rein. Das ist eine kleine Stube und sie hat wenig von ihrem ursprünglichen Charme verloren. Auch hier schauen wir uns um. Wir haben hier einen Teppichboden. Dieser kleine Teppich scheint aber nicht ganz zu den übrigen Einrichtungsgegenständen hier in dem Raum zu passen. Okay. Dann haben wir hier einen Stuhl. Und es ist ein weiteres schönes Beispiel für die exquisiten Antiquitäten hier in diesem Haus. Die Blumen in diesem Haus sind wunderschön. Das heißt, es muss ja jemand geben, der sich um das Haus kümmert, weil sonst hätten wir nicht diese tollen Blumen hier. Ein Kronleuchter hängt von der Decke. Schauen durch das Fenster. Die Zähne durch das schmutzige Fenster sieht ziemlich düster aus. Gilt das auch hier? Ja, da haben wir den gleichen Text. Dann öffnen wir mal hier die Tür. Wir gehen hindurch. Von hier hat man einen wunderbaren Blick auf das verlassene Anwesen. Und eine große schwarze Spinne läuft schnell über das Geländer. Da ist es. Oh, die ist aber groß. Bei den anderen Versionen war es ein bisschen kleiner. Und jetzt verwenden wir den Spray. Und zwar hier mit dem Geländer. Sehr schön. Das Spray hinterlässt eine ja klebrige Oberfläche. Wir gehen wieder raus. Wunderbar. Wir sind wieder in der guten Stube. Und wir gehen wieder, Entschuldigung, nach Norden. Und wir sind wieder auf der Veranda. Und da kommt die Spinne und die ist nicht mehr ganz so schnell. Sie wird gelähmt. In dem Moment, wo sie mit Spider-Sider in Berührung kommt. Sehr schön. Wir nehmen die Spinne. Alles klar. Also bis zu dieser Stelle hier ist das Spiel identisch zu den anderen Versionen. Ich habe hier noch keinen großen Unterschied entdeckt. Wir gehen jetzt hier raus. Und wir sind jetzt wieder im Flur. Wir öffnen die Tür, und zwar die hier. Und durch die Tür gehen wir jetzt auch mal durch. Und wir befinden uns in einem Spielezimmer. Wir sehen hier einen Spieletisch. Sieht ein bisschen aus wie ein Schachtisch, aber die Spielfläche scheint etwas zu groß zu sein. Wir schauen uns auch hier wieder alles an. Wir fangen wieder mit den Bildern an. Der wissenschaftliche Name dieses Bildes muss Uglius Maximus sein. Sehr schön. Was haben wir hier?
Der Mann auf diesem Bild schaut mich penetrant an. Er scheint fast lebendig zu sein. Okay. Bis zu diesem Moment hier habe ich ein Grammophon nur in Filmen gesehen. Aber es geht leider nicht. Erinnert ihr euch, bei den anderen Versionen gab es dort Musik, und zwar bekannte Musik, Like a Cathedral, glaube ich. Ich werde euch in der nächsten Sendung nachreichen, welches Lied das war. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Ob wir es auch hier hören. Ja, man hört hier ein Stück, aber es ist nicht dieses berühmte Stück wie aus den anderen Spielen. Schade, ein etwas unbekannteres Stück. Wahrscheinlich sind das Copyright-Gründe, die dazu geführt haben, dass man hier ein anderes Musikstück gewählt hat. Okay. Schnapp, du hörst etwas zerbrechen und die Musik kommt zum Stillstand. Das heißt, unser Grammophon ist jetzt leider kaputt. Schade. Ich hab's kaputt gemacht. So. Also, doch ein Schachbrett. Aber ohne die einzelnen Figuren. Dieser Stuhl sieht ziemlich klein und unbequem aus. Dann gilt das wahrscheinlich auch für hier. Jawohl. Was haben wir hier noch? Ich wundere mich, warum hier ein Teller ist. Vielleicht um ein Tier zu füttern? Keine Ahnung. Wir haben hier einen Schrank, auf dem sich Spuren befinden. Kratzer. Könnte diese entstanden sein, als jemand versucht hat, diesen Schrank zu öffnen? Keine Ahnung. Wir probieren das mal. Aber es geht nicht. Es ist verschlossen. Okay, alles klar. Was wir aber öffnen können, ist die Tür. Das habe ich gemacht. Und wir gehen jetzt nach Norden. Und das scheint ein Trophäenraum zu sein. Da wollte ich ehrlich gesagt noch gar nicht hin. Ich gehe wieder zurück. Mir tun die Tiere hier leid, die sich in diesem Raum hier befinden, die nur aus sportlicher Belustigung getötet worden sind. Gehen wir da zurück. Oh, was ist das? Ein roter Teufel. Und schaut mal, der hat was in der Hand. Das war, glaube ich, ein Schlüssel. Ich muss nun die Zuverlässigkeit meiner Augen in Frage stellen. Du glaubst, ein niedliches, abstraktes Wesen mit einem Schlüssel in der Hand vorbeilaufen sehen. Okay. Geht weiter. Ich öffne jetzt diese Tür. Das ist das Esszimmer. Da wollte ich hin. Man könnte wohl eine wunderbare Geburtstagsparty hier feiern. So groß ist das. Sehr schön. Was ist das? Das ist eine Schüssel für Früchte. Das sind Blumen, ein Blumenstrauß, die sich sehr gut machen auf einem Grab. Wir nehmen das mal mit. Sehr schön. Ihr seht, dass wir die Sachen, die wir verbrauchen, auch nicht mehr im Inventar haben. Das heißt, die werden dann automatisch abgelegt. Die Flasche zum Beispiel mit No Ghost oder die Dose mit Spider Cider. Wir schauen uns hier weiter drin um. Das ist ein Adler, der in seinen Krallen eine Schlange hat. Was haben wir hier rechts? Ein Bild von einer Landschaft. Das ist wohl ein Kamin. Im Kamin ist noch verkohltes Holz.
Anders in der Lobby, da hatten wir ja noch Brennholz im Kamin, was nicht angezündet war. Das werden wir auch später benötigen. Das ist ein wunderbarer Kronleuchter aus Kristall. Und diese Kristalle werfen kleine Regenbögen in den Raum, also das Licht. Was ist das? Eine Tür. Und noch eine Tür. Sehr gut. Den Tisch kann ich mir auch nochmal anschauen. Ein großer Tisch aus Eiche. Und die Stühle. Die sind ungepolstert. Okay. Wir öffnen die Tür. Und wir gehen in den Norden. Der Raum ist wirklich sehr kalt. Alles in der Welt könnte dieser schreckliche Schauer herkommen. Hier haben wir einen Tisch. Einen Schreibtisch. Dieser Tisch ist wohl häufig benutzt worden. Es ist übersät mit Kratzern. Dann öffnen wir das mal. Das geht nicht. Vielleicht hier weiter unten. Ja, das hat funktioniert. Und hier sind Karten. Das scheinen Karteikarten zu sein, auf denen die Namen der Elemente und die Ordnungszahl abgebildet werden. Und zwar wie folgt. Kupfer 29, Silber 47, Gold 79. Okay. Es geht jetzt so weiter. Hier haben wir ein Sofa, ein Ledersofa. Und dieses Ledersofa hat schon bessere Tage gesehen. Die Berglandschaft ist atemberaubend und berauschend. Man kann die Bergluft fast riechen. Und wir schauen wieder aus dem Fenster. Die Fenster sind nicht geputzt und es sieht ziemlich düster aus. Was haben wir hier oben? Da ist nichts Ungewöhnliches. Dann öffnen wir auch hier die Tür. Die ist abgeschlossen. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Alles klar. Dann gehen wir hier wieder raus. Wir sind wieder im Esszimmer. Und wir öffnen jetzt diese Tür hier. Und da gehen wir mal rein. Und wir sind jetzt in der Küche. Diese Küche scheint erst kürzlich hinzugefügt worden zu sein. Schlage ich vor, dass wir uns jetzt nochmal die Küche kurz anschauen. Ich stelle mir ja auch die Frage, ob es hier etwas zu essen gibt. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn ich habe tatsächlich auch Hunger. Es ist Abend, Sonntagabend, an dem ich diese Aufnahme hier mache. Und ich werde gleich zu Abend essen. Aber vorher möchte ich mit euch gemeinsam hier nochmal in den Raum anschauen. Was haben wir denn hier? Eine Bratpfanne, eine wunderbare Bratpfanne mit einem hitzebeständigen Griff. Die sind sehr nützlich. Ein normaler Topf. Okay, das ist eine Pfanne mit einer Anti-Haftbeschichtung, also sehr modern. Ein großes Glas für Kekse. Ein kleines Glas für Kekse. Das ist ein Messer, und zwar ein sehr scharfes, kleines Messer. Und dies ist ein großes Messer für Fleisch, genauso wie die Messer, die von Metzgern genutzt werden, und zwar im Fernsehen, bei der Fernsehwerbung. Sehr schön. Dann nehmen wir doch mal eins dieser Messer. Wunderbar.
Denn ihr erinnert euch, im Sofa war irgendetwas eingenäht, das wollen wir natürlich haben. Das ist der Ofen, und zwar ein alter Ofen. Und hier sieht man nichts Ungewöhnliches. Nichts Beeindruckendes bei diesen Küchenmöbeln. Die öffne ich mal. Erstmal den Ofen. Aber das funktioniert leider nicht. Und da ist nichts drin. Okay. Ich glaube, bei der Amiga-Version konnte man die hier alle öffnen. Aber dort war, glaube ich, auch nichts drin. Ja, meine Damen, meine Herren. Ich speichere ab. Denn wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß, das Spiel. Ich habe noch wirklich sehr viel in Erinnerung, was ich hier tun muss. Und ich bin mal wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr in die nächste Replay-Folge zu diesem Spiel, zu Uninvited auf der NES, einschalten würdet. Wie gesagt, noch einmal der Hinweis auf das Abschlussgespräch. Da erfahrt ihr alles über das Spiel. Selma und ich haben dieses Abschlussgespräch wirklich mit Genuss geführt, denn uns beiden hat das Spiel wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und diesen Eindruck, diesen positiven Eindruck, den habe ich auch hier noch bei der NES-Version. Das finde ich wirklich sehr schön. Wir würden uns aber auch sehr darüber freuen, wenn ihr euch die anderen Replays auf unserem YouTube-Channel bei dem Pretty Old Pixel anschauen würdet. Und wenn ihr uns mal live erleben wollt, dann habt ihr jeden Dienstag ab 20 Uhr auf Twitch die Möglichkeit dazu beim Blätterabend, bei dem Selma und ich durch eine alte Computerspielzeitschrift blättern, über alte Zeiten, alte Spiele, alte Menschen reden. Das macht immer sehr viel Spaß. Da würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dort einschaltet. Und wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt, dann könnt ihr noch Freitag Selma beim Live-Spielen zuschauen. Das ist auch immer sehr spaßig, wenn er eins der Spiele, die wir bereits im Replay hatten, live vor Publikum spielt. Und hin und wieder bin ich auch da dabei, wie zum Beispiel bei der Neuromancer-Partie, die Selma jetzt im Oktober 2024 gerade spielt. Mir bleibt an dieser Stelle wie immer nichts anderes übrig, als euch alles, alles Gute zu wünschen. Bleibt gesund, bis bald. Tschüss!